Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Cthulhu Shadow of the Comet, wo wir uns hier in einer labyrinthartigen Gruft befinden, auf der Suche nach der letzten Ruhestätte von Jonas Hambleton, weil er die Statuetten mit sich in sein Grab genommen hat, die wir brauchen, um die Familien zu stürzen oder irgendwie sowas in der Art, haben wir in dem Tagebuch gelesen, dass der Bürgermeister in seinem Safe verstaut hatte. Ne, und die Zigeuner oder beziehungsweise der Boleskin selber hat uns ja in der Vision gesagt, dass wir Jonas aufsuchen müssen, deswegen sind wir jetzt hier. So, jetzt sind wir da erstmal durch. Wieder speichern. Das war zweiter Folge, muss ich mir merken. So, einfach nach Süden weiter. Jetzt haben wir noch die Karte. Hier müssen wir aufpassen, hier ist eine Falltür. Und hier ist wieder ein verschlossenes Tor. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal am Rand lang, um diese Falltür nicht zu triggern. Dann an den Spinnen vorbei. Dann an der Fledermaus vorbei. Und hier haben wir Ratten. So, wir könnten jetzt hier nach Norden gehen, falls die eine Ratte den Weg blockiert, dann landen wir wieder bei diesen zwei Statuen. Oder wir nehmen einfach den direkten Weg zurück. So, dritte Folge. Und wir dringen weiter in die Gruft vor. Das ist alles tatsächlich nicht so labyrinthartig, wie ich ursprünglich befürchtet habe, als ich das Ganze das allererste Mal hier auf der Karte gesehen habe. Weil es halt immer in so kleine Segmente unterteilt ist, die tatsächlich relativ übersichtlich sind. Das ganze Konstrukt betrachtet ist gewaltig groß, aber das Segment, mit dem man sich dann immer aktuell beschäftigen muss, das geht eigentlich tatsächlich. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir jetzt schon im letzten Segment angekommen hier. So, zwischendurch natürlich immer wieder speichern. Das am gescheitesten. Aber das machen wir nochmal. So sieht das doch schon besser aus. So. Ich muss die
Karte checken. Ah, hier ist wieder. Ja, ich sehe schon. Ich will ja jetzt nicht nochmal drauflaufen. Am Ende geht die Tür wieder zu. Was wir jetzt noch machen müssen, ist eine letzte Druckplatte aktivieren. Und die verbirgt sich, wenn wir hier nach Süden weitergehen. Und dann, wenn ich das richtig sehe, sind wir dann schon fast durch, tatsächlich. So, hier ist wieder so ein Loch. Da dürfen wir nicht reinfallen. Was mich gerade ein bisschen irritiert, ist, dass hier theoretisch eine Tür sein sollte. Wieso ist da keine Tür? Ist hier irgendwo... Geht das auf Zeit oder ist hier irgendwo eine versteckte Platte? Weil hinter der Tür, die hier nach links theoretisch weitergehen sollte, da ist der letzte Knopf, den wir brauchen, um dieses Tor zu öffnen halt. Jetzt, da. Okay, warum auch immer. Dann können wir jetzt zurück. Und dann sind wir durch quasi, Leute. Das lief tatsächlich besser, als ich befürchtet habe. So, hier speichern wir mal wieder ab. Dü-dü-dim, dü-dim, bam, bam, bam. Bevor ich hier irgendwas mache, wird abgespeichert. Dreimal wird... um die Erde... die Sonne kreisen. Okay... Die Sonne kreisen! Das heißt, ich muss dreimal um den Tisch rumrennen, weil was anderes sehe ich hier gerade nicht. Tatsache. Okay. Leute, jetzt wird's spannend. Der nächste Raum, das ist unser Ziel. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Du wirst sterben, Parker. Du hast nicht die geringste Chance. Du hast meinen Schlaf gestört. Und dafür wirst du büßen. Hör gut zu, Jonas. Deine Ruhe wird bald ewig sein. Negene, negene Fatange. Ich werde mit deinem Blut spielen. Nein! Ich bin nicht zum Spielen hier, Jonas. Ich werde dich vernichten. Dich und die Deinen.
Narr, du kennst nicht meine Macht. Sieh her und flehe zu deinem armseligen Gott. Cthulhu, steh mir bei. Iae, Negar, Iae. Ich drück kurz auf die Pause. Ich habe ein ganz, ganz, ganz mieses Gefühl gerade. Oh Gott. Wird das gleich eine Verfolgungsjagd? So. Statue 1, Statue 2. Ich werde das Gefühl nicht los, dadurch, dass wir laufen. Statue 3, Statue 4. Und dann weg hier. Klingt das wie ein Plan? Kann ich da überhaupt noch rechtzeitig reagieren? Geschwindigkeit ganz runter. Statue 1, Statue 2. So schnell reagieren, wie wir können. Statue 3, ja, ja. Statue 4. Dann speichere ich das mal auf Chemie. Das wird eine Verfolgungsjagd. Das ist gar nicht gut. War ich ja mal auf 7. Folge. Speichern auf 7. Folge. Gerade durch, gerade durch. Immer wieder abspeichern. So, Gott sei Dank kenne ich den Weg. Boah, das geht jetzt auf jedem einzelnen Bildschirm so, oder? Jetzt muss ich kurz gucken. Jetzt sind wir hier. Jetzt nach oben, dann nach links. Sind diese Falltüren und sowas immer noch aktiv? Oben nach links, jetzt sind wir da. Das heißt jetzt zwei nach oben. Sechste Folge. So, von hier jetzt zwei nach links. Oh Gott, Verfolgungsjagd in Zeitlupe. Dann nach unten. Und nochmal nach unten. Und ich habe gezögert. Nach links. Von hier nach unten. Und nach rechts. So. Nochmal nach rechts.
Und dann einfach nur nach unten. Ab jetzt einfach nur noch nach unten und dann sind wir raus hier. Was auch immer das da für ein Ding ist, was uns gerade jagt. Und wir sind raus, Leute. Alter Falter. Gott sei Dank, sie sind unversehrt. Okay, das dauert jetzt natürlich ewig, weil wir noch auf langsam sind, ne? Aber ja, uff. Ich danke Ihnen. Ich meine, ernsthaft, Sie haben mir das Leben gerettet. Puh, er ist völlig erschöpft. Das ist jetzt natürlich, ich muss gerade mal durchatmen, das war Stress. Walter, hilf mir. Wir bringen ihn ins Haus. Aber wir haben die Statuetten. Wir haben Statuetten, das ist das Wichtige. Beruhigen Sie sich. Sie sind in Sicherheit. Das will ich aber auch hoffen. Ich traue mich aber nicht, die Dialoge zu überspringen. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Bei nächstbester Gelegenheit stellen wir dann die Spielgeschwindigkeit wieder so ein bisschen hoch, ne? Mein Sohn Walter hat mir von ihrem nächtlichen Ausflug erzählt. Gut, die Websters wissen also anscheinend auch schon ein bisschen mehr über die Dinge, die hier so vor sich gehen, oder? Das ist interessant. Ich muss los. Nichts da. Sie werden sich etwas erholen und mir dann Ihre Geschichte erzählen. Ja, ist ja schon gut. Wäre auch total cool, wenn es draußen vielleicht wieder hell werden könnte oder irgendwie sowas. Im Dunkeln habe ich ein bisschen Angst in diesem Spiel. Walter, gib Herrn Parker bitte sein Stativ zurück und lass uns allein, ja? Ah, jetzt, ja. Mir ist es lieber, das bleibt unter uns. Mein Sohn hat ein sehr weiches Gemüt. Oh, das ist so irritierend, dass das gerade alles so langsam abläuft. Aber ihr habt selber gesehen, ich hatte nicht genug Zeit zu reagieren bei der schnelleren Spielgeschwindigkeit. Es geschehen schreckliche Dinge in Ilsmeth. Und wenn ich nicht schnellstens etwas unternehme, wird noch Furchtbareres geschehen. Okay, wir haben die Statuetten, das heißt, wir können gegen die Familien vorgehen oder gegen die Hambletons. Die Hambletons, die Arlingtons, die Tylers. Wer ist die vierte Familie? Cobble, oder? Ein Glück, dass sie da waren, sonst... Ja, ist es Cobble? Es ist Coldstone, oder? Ich bin die Friedhofswärterin. Der Lärm machte uns aufmerksam. Das ist nicht das erste Mal, dass jemand in der Nähe dieses Grabes herumläuft. Oh Gott, könnt ihr mit dem Dialog nicht fertig werden? Ich will die Geschwindigkeit wieder hochstellen. Das ist mir ein bisschen zu langsam hier. Und ich kann es ja auch nicht, ich kann ja auch die Dialoge nicht weiterklicken, weil dann überspringe ich potenziell irgendwelche Dinge. Ach ja.
hinein in die gute Stube. Mein Mann John, Gott sei seiner Seele gnädig, hat mir vor seinem Tode schreckliche Dinge enthüllt. Ich hab so ein Gefühl, ich weiß vielleicht, worauf sie hinaus will. Als Jonas starb, waren wir jung verheiratet. Am Morgen nach der Totenwache ging John zu dem großen Haus, dem Stammhaus der Familie Hambleton. Und dann? Red weiter, Weib. Wohnen Sie da noch? Oh, ist echt irritierend, wenn das so langsam läuft, ne? Ich glaube, anders hätte ich die Verfolgungsjagd nicht überstanden, also überziehen wir heute ein bisschen. Nein. Nach dem Konkurs der Fischerei und Jonas Tod sind sie in die Nähe des Hafens umgezogen. Das ist ja ungezogen. Entschuldigung. Jonas Leiche war im obersten Geschoss des Hauses aufgebahrt. Damals gab es ein Fenster in der Mauer. John hat durchgeschaut. Ich kann ja nebenbei mal gucken, welche Bereiche der Karte wir jetzt überhaupt noch haben, ne? Und er sah eine wüste, leere Landschaft, in der gewaltige Säulen aufragten. Carcosa. Und weiter sah er Kreaturen. Mein Gott. John bekam Angst. Deshalb schaute er zu Boden, um seine Fassung zurückzugewinnen. Und da sah er, auf dem Boden geschrieben, das Zeichen. Oh, war es ein Elder Sign, ein älteres Symbol? Das ist ein Schutzsymbol gegen die kosmischen Kreaturen quasi. Wilbur, der bei seinem Vater Totenwache hielt, schien in Verlegenheit gebracht. Er bedeckte das Zeichen mit einem Laken. Boah, ey, wir hätten dieser ganze Dialog, den hätten wir in der Hälfte der Zeit durchkriegen können. Ja, und was soll ich sagen? Das Zeichen leuchtete durch das Laken hindurch. Das Fenster wurde seitdem zugemauert. Interessant. Ist das das Zeichen, das wir für unser Ritual brauchen, vielleicht? Dieses Zeichen hat ganz sicher mit dem Fluch zu tun. Wenn ich die Statuetten darauf stelle. Aber jetzt muss ich Ihnen Folgendes erklären. Mann, warum ist gerade jetzt so ein langer Dialog hier? Es ist unglaublich. Es tut mir leid, Leute. Ich hätte die Geschwindigkeit nicht verstellen dürfen. In Illsmouth bereiten 4 verfluchte Familien die Rückkehr von Göttern vor, die vor Tausenden von Jahren schon einmal die Erde beherrscht haben. Dun, dun, dun. Ausgesprochen langsam. Ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal. Sie werden die großen Alten genannt. Ja, die Götter, nicht die Familien, nur um das hier an dieser Stelle nochmal klarzustellen.
Um diese Familien zu vernichten, muss ich diese 4 Statuetten auf ihr Haus stellen. Wenn du das sagst. Ich meine, ja, wir wissen, dass wir die Statuetten brauchen, um die Familien zu vernichten, aber wie genau das funktioniert? In die Sockel sind seltsame Silben eingraviert. Es juckt mich echt in den Fingern, irgendwelche Tasten zu drücken. Und wie heißen diese Familien? Arlington, Hambleton, Coldstone, Tyler. Ja, gut, also Arlington, Hambleton und Tyler, das wussten wir ja schon, ne? Ich weiß, dass Walter hier eine Zeichnung versteckt hat, die das Zeichen darstellt. Es handelte sich, glaube ich, um eine Art Kreuz. Oh, dürfen wir jetzt gleich nach dieser Zeichnung suchen? Weil dann wäre dieser Dialog endlich zu Ende. Die müssen wir wiederfinden. Ich werde beim Kamin schauen. Boah, und ich würde gerne endlich abspeichern und die Folge beenden. Nicht, dass ihr euch irgendwie gehetzt fühlen sollt oder so. Vielleicht als allererstes. Ah, das sieht ja schon ein bisschen besser aus, ne? Das sieht schon besser aus. Leute, ich habe die Karte gerade mal überflogen und das ist tatsächlich nicht mehr so viel. Vom Hafen aus kommen wir noch irgendwo hin. Im Wald gibt es noch einen Ort, den wir noch nicht besucht haben. Und diese alte Häuserruine. Ne, wo wir schon mal vorbeigekommen sind, die da zwischen den Häusern von Pickett und Hambleton steht. Und ansonsten sehe ich hier keine Bildschirme mehr. Halt doch da. Da ist auch noch was. Beim Brunnen gibt es auch noch einen Weg. Na naja, gut, aber wir haben ja noch ein bisschen Spiel vor uns, ne? Was wir jetzt auf jeden Fall geschafft haben, ist die heutige Folge zu beenden. Tut mir leid, dass es ein bisschen länger geworden ist, aber dafür ist uns die nervenaufreibende Flucht aus der Gruft geglückt. Und ich bin schon sehr gespannt, wie wir den Kampf gegen die großen, verfluchten Familien von Ilsmeth aufnehmen. Und zwar in der nächsten Folge von Shadow of the Comet. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.